Wir leben in einer Welt, in der die große Mehrheit der Menschen daran glaubt, ohne Geld, Macht und Massen könne man an der heutigen gesellschaftlichen Schieflage sowieso nichts verändern. Allzu oft benutzt man das dann als Ausrede, um untätig zu bleiben und den Lauf des Schicksals einfach zu erdulden. Dass es auch anders geht, zeigen die jüngsten Entwicklungen, auf die wir in der heutigen Sendung eingehen werden. Mein Name ist Carsten Werner und hier ist die Welt ohne Filter. Trotz des vermehrten Widerstandes gegen einen neuen Krieg im Nahen Osten gilt es, hartnäckig zu bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf der geostrategischen Landkarte des britischen Empire zeichnen sich derzeit drei prominente Krisenherde ab, die, einmal entfacht, jederzeit in einen dritten Weltkrieg münden können: Iran, Syrien und Nordkorea. In Nordkorea rasselt die internationale Politik trotz und gerade wegen des gescheiterten Satellitenstarts mit den Säbeln. Die Aktion sei eine Verletzung internationalen Rechtes und müsse vom UN-Sicherheitsrat aufs Schärfste verurteilt werden. Das, obwohl eine Delegation von Journalisten und NASA-Experten vor einigen Tagen bereits vor Ort bestätigen konnte, dass die verwendete Trägerrakete nicht waffenfähig war, Büso TV berichtete. Als unmittelbarer Nachbar sieht sich China natürlich hiervon direkt betroffen, genauso wie von der neuen Pazifikpolitik der amerikanischen Regierung. Diese beinhaltet neben der Einrichtung eines Raketenabwehrsystems in Japan, Südkorea und Australien auch die Einrichtung einer permanenten amerikanischen Militärbasis im nördlichsten Teil Australiens bei Darwin. Vor diesem Hintergrund meldete sich am 12. April der ehemalige Chef der australischen Armee, General Peter Leahy, in der größten landesweiten Zeitung warnend zu Wort. Hier handelt es sich um Entscheidungen von großer Tragweite und Konsequenzen. Damit wird Australien potenziell in eine Folge von Handlungen verstrickt, die zu wachsender Spannung und sogar zu einem Konflikt mit China führen können. Ein Krieg ist nicht wahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Australien muss vorsichtig sein, dass es nicht die Zukunft unvermeidlich macht, die es am meisten fürchten sollte. In Interviews zu dem Artikel sagte Leahy, Militärs dächten immer über die Konsequenzen politischer Entscheidungen nach, weil sie diejenigen seien, die in den Tod geschickt werden. Er sei von führenden Militärkreisen kontaktiert worden, die ihre Unterstützung für seine Äußerungen versichert hätten. Damit zur Lage in Syrien, die nach wie vor äußerst angespannt bleibt. Trotz der gerade erst begonnenen Waffenruhe seitens der Regierung Assads ließen die üblichen Verdächtigen nicht lange auf sich warten, um schon vor Ende der Frist das Scheitern des Projekts anzukündigen. Der britische Außenminister William Hague drohte der syrischen Regierung, sie werde für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden, während der ehemalige Premierminister und Irakkriegslügner Tony Blair im CNN weit offener sprach. In Syrien müsse ein Regimewechsel erfolgen. Sobald Annans Plan gescheitert sei, wäre man bereits vorbereitet, weitere Schritte zu unternehmen, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Die türkische Regierung vom Premierminister Erdogan hat mit ihrer Drohung, gegebenenfalls den Bündnisfall des NATO-Vertrages anzufordern, um ihre Grenzen zu schützen, eine zusätzliche, sehr gefährliche Dimension ins Spiel gebracht. Widerstand gegen diese Politik kommt nicht nur aus China und Russland, sondern auch aus den USA selbst, wo Präsident Obama wegen seiner verfassungswidrigen Politik immer mehr unter Beschuss steht. Sein jüngster Angriff auf den obersten Gerichtshof, über den wir am Dienstag berichtet hatten, wurde nun von der 400.000 Mitglieder starken und damit größten Vereinigung von Rechtsanwälten, Richtern und Jurastudenten scharf kritisiert. Obamas Bemerkungen seien besorgniserregend. Man erwarte von der Führung des Landes stattdessen eine unparteiische Haltung in Hinsicht auf die Gerichte. Die Gründerväter hätten klar formuliert, dass eine unabhängige Judikative zur Erhaltung der Demokratie und Freiheit entscheidend ist. In einer anderen bemerkenswerten Entwicklung haben sich Infokrieger Alex Jones und Filmemacher Sean Stone für das Projekt Impeach Obama 2012 zusammengetan. Mit dem Ziel einer verfassungsmäßigen Amtsenthebung Präsident Obamas veröffentlichten die beiden ein 10-minütiges Video, das auf YouTube bereits mehr als 100.000 Mal angeschaut wurde. In dem kurzen Film werden viele der Rechtsbrüche genannt, auf die unsere Webseite in den letzten Monaten verstärkt hingewiesen hatte. Die feindselige Haltung gegenüber Verfassungsprinzipien ist leider nicht nur auf die USA beschränkt, sondern dominiert die ganze transatlantische Region. Auf unserem Kontinent dient die EU hierzu als ausführendes Organ.
Die Argumentation ist dabei ständig dieselbe. Die Situation sei noch nie da gewesen und dringend. Daher müssten neue Instrumente die alten vorübergehend ersetzen. Als Vorwand dient dazu abwechselnd die Gefahr des Terrorismus und die Finanzkrise. Diese Notstandspolitik entspricht der Rhetorik von Carl Schmitt, dem Kronjuristen der Nazis. So auch beim ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Angeblich, um Europa zu stärken und die Gemeinschaftswährung zu retten, müsse man jetzt die politische Union auf Gedeih und Verderb erzwingen. So äußerte sich der Megaspekulant und Misanthrop George Soros am Donnerstag im Handelsblatt. Laut Soros fehle eine zentrale politische Finanzinstitution, die nationale Egoismen und Eigensinnigkeiten übertrümpfen könne. Ein europäisches Finanzministerium. Ansonsten könne der Euro und damit die Europäische Union schon in den nächsten 2 Wochen scheitern. Der ESM wäre sogar mehr als das. Ein privater, unbeaufsichtigter Mega-Hedgefonds mit Banklizenz, der ausgestattet mit beliebig viel Geld der Euro-Länder und der EZB und Möglichkeiten zur vierfachen Hebelung, Leveraging im Bankenenglisch, ausdrücklich auch für die direkte Rekapitalisierung von Finanzinstituten genutzt werden kann. Helga Zeppler-Rusch hat die Kombination von ESM und Fiskalunion in ihrer jüngsten Stellungnahme als Rückkehr zu feudalen Strukturen angegriffen und forderte erneut eine Volksabstimmung nach Artikel 146 des deutschen Grundgesetzes. Diese Mobilisierung der Büso gewinnt durch das Mitziehen anderer Kräfte weiter an Fahrt. Neben der Ankündigung von Verfassungsklagen seitens der Partei Die Linke und dem CSU-Abgeordneten Gauweiler hat jetzt auch die Allianz Mehr Demokratie prominente Unterstützung für eine Klage erhalten. Und zwar von der ehemaligen Justizministerin und SPD-Politikerin Hertha Däubler-Gmelin. Ziel der Allianz ist es, das Karlsruher Bundesverfassungsgericht nach der Abstimmung über den ESM im Bundestag zu einer einstweiligen Verfügung zu bewegen, die jegliche Überweisung von Geld an den ESM verhindern würde. Gleichzeitig fordern sie eine Volksabstimmung, für die rechtlichen Grundlagen allerdings noch geschaffen werden müssten. Bei gutem Willen keine sehr aufwendige Sache, wie Däubler-Gmelin sagte. Wie Sie sehen, wächst der Widerstand gegen die EU-Diktatur. Jetzt müssen wir die Mobilisierung eskalieren. Zum Schluss kommen wir zurück zur strategischen Weltlage. Wie können wir die heute scheinbar unüberwindbaren Konflikte dauerhaft bezwingen und die gemeinsamen Interessen der Menschheit auf die Tagesordnung setzen? Die Büso setzt seit langem auf die Devise Frieden durch Entwicklung und hat unter diesem Banner viele konkrete Großprojekte in der ganzen Welt vorgeschlagen und mitentworfen. Nun erschien am Mittwoch ein Artikel in der italienischen Tageszeitung La Repubblica mit der Vision, wie man die heute noch gärenden Konflikte wirklich überwinden könnte. Das wirkliche Ende des Kalten Krieges, der Grabstein für den Konflikt der zwei Blöcke und die Beseitigung der wirtschaftlichen und ideologischen Mauer, die globalisierte Welt immer noch teilt, ist ein 150 Kilometer langer Tunnel auf dem Meeresboden. Der große Traum, den der russische Wissenschaftler Dmitri Ivanovich Mendelejew hegte, der dem 16. US-Präsidenten Abraham Lincoln vorgeschlagen wurde und den schließlich der amerikanische Ökonom Lyndon LaRouche aufgriff, wird Realität werden. Der Artikel beruft sich auf die Pressekonferenz des russischen Bahnchefs Wladimir Jakunin vom 7. April, in dem er grünes Licht für den Bau des Beringstraßentunnels ankündigte. Beginn des Projektes soll in 2 Jahren sein. Die außergewöhnlichste Ingenieursleistung aller Zeiten wird die politische und wirtschaftliche Landkarte der Welt vollkommen auf den Kopf stellen, indem die Kontinente Asiens und Nordamerikas physisch und damit auch politisch verbunden werden. Unabhängig von äußeren Witterungsbedingungen wird der im Durchmesser fast 100 Meter breite Tunnel eine Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecke, eine zweispurige Autobahn sowie Strom- und Kommunikationsleitungen aufweisen. Er wird die wichtigste fehlende Lücke der von der Büso lange vorgeschlagenen Weltlandbrücke ausfüllen und einen Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit als Ganzes setzen. Übertroffen wird dieses Projekt nur noch durch ambitionierte Raumfahrtprojekte, wie sie die Nationen Asiens derzeit anstreben. Die Eroberung des Weltraums ist der Lackmustest, ob sich die Menschheit aus der natürlich vorgegebenen Wiege der Erde in die wirkliche und geistig errungene Selbstständigkeit erheben kann. Das ist das eigentliche Ziel von Politik, wie sie Friedrich Schiller so schön ausdrückte. Der Staat selbst ist niemals Zweck.
Er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfüllt werden kann. Und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer als Ausbildung aller Kräfte des Menschen. Fortschreitung.